Einen wunderbaren schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Let's Start Your Minecraft Adventure. Heute Happy Trail Day von Tutorial für alles. Und wir sind hier im Gefängnis. Och nö. Nicht im Gefängnis, was habe ich denn getan? Wir nehmen einfach jetzt alles mit. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ich habe die Map schon mal ein bisschen angefangen, aber da gab es eine sehr schöne Unterbrechung, weil es bei uns an der Tür geklingelt hat. Und die Unterbrechung hat mir nicht so ganz gefallen. Ich bin ein bisschen penibel. Ich spiele auf Easy, ich spiele mit Venture Mode. Ich spiele auf 1.4.5 Höhe oder höher. Zerstöre keine Blöcke außer Glas. Easy haben wir. Wir sind da 1.7. 1.4.7. Der Venture Mode haben wir auch. Sehr gut. So, die Story. Du hast Geburtstag und bist im Gefängnis. Deine Familie hat dir einen Kuchen vorbeigebracht. Du willst nicht hier hocken, deine Strafe absitzen. Was ist zu tun? Breche aus und finde einen Weg, um dich zu verstecken. Denn so ein Ausbruch ist meistens nicht unauffällig. Also sei vorsichtig. Oh, da unten ist ein Weg. Wir haben Hunger. Sehr gut. Ein Kuchenmesser und ein Hebel. Das hätte man so wirklich ein Kuchenmesser umbenennen können. Das wäre lustig gewesen. Na gut, es ist theoretisch gesehen ein Kuchenmesser. Okay. Ein Hintern voll Zombies aus Dispensern, die alle auf die Dorfbewohner schieren und deswegen uns ignorieren. Hallo. Ja, das sind geil auf die Dorfbewohner, nicht auf uns. Das sind garantiert Wachen. Das sollen bestimmt Wachen darstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Map ein bisschen länger dauert, weil Zombie hat es in zwei Teile gemacht. Was hat natürlich bei mir wieder heißt, das gibt es in einem Part, da ich Mr. Überlang bin. Also bei mir ist es normal, mal ein Video über 40 Minuten rauszuhauen, wenn ich Lust drauf habe. Dafür gibt es meins erst morgen. Hoch! Ist fast so, als müsstest du dir 2 Tage warten zum Gucken. Dann schön über Nacht rendern, weil das könnte ein bisschen dauern, 40 Minuten. Darauf habe ich relativ wenig Lust. Einfach alles mitnehmen. Das sind Dorfbewohner. Wir können irgendwas garantiert zum Handeln gebrauchen. Ein Enderauge hätte ich jetzt nicht gerade wirklich gerne, Kollege. Was hast du so? Du bist ein umgedrehtes LOL. Yay. Und du? Du hast ein verzaubertes Diamantschwert. Du hast ein verzaubertes Eisenschwert. Lady, ich merke mir dich. Du bist gut. Du darfst raus. Alle tollen Leute dürfen raus. Alle tollen Leute, weil da kann ich mir ein paar Smaragde erhandeln, wenn es funktioniert. Und kann mein Eisenschwert mit Rückstoß verzaubern lassen. Was ziemlich genial wäre. Smaragde gegen den Lederhelm. Ey, das ist gut. Das gefällt mir. Madame, du darfst auch raus. Jetzt habe ich halt nur das Problem, ja, ne? Wo war ich noch nicht? Muss man dazu sagen. Denn ich merke mir das nicht. Kohle gegen Smaragd. Tut mir leid, Madame. Ich habe keine Kohle. Am besten mache ich erstmal eine Seite durch und dann die andere. So wird's gut sein, ja. Hallo. Glowstone. Nee, danke. Und ich liebe meine Chiptune Competitions, die ich auf dem PC habe. Das sind toll. Vor allem, wenn es um die 40 Minuten gehen. 40 Minuten, klasse. Klasse. So, tschüss. Hallo, werte Oma. Was hast du so? Ach. Ach, du willst ein verzaubertes Buch. Sorry. Aber wenn sie für 2 verzauberte Bücher will und ich will meine Komplettlösung nicht hergeben, die Regeln habe ich mir gemerkt. So, teilweise. Aber ich komme einfach nicht ans Smaragd ran. Das ist übrigens ein XD in Buchform. Die Bücher müssen wirklich für irgendwas brauchbar sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie einfach für gar nichts da sein sollen. Du bist mir Redstone und es soll ein High sein.
Mit dem I als I, mit dem Apfel als I-Pünktchen. Ja. Nein, ich habe deine Tür offen gelassen. Oh, geht doch. Du willst leere Seiten. Gegen Smaragde. Nein, danke. Ich bin mal gespannt, ob man auch Smaragderze abbauen kann. Also ob es irgendwann mal Smaragderze geben wird. Denn das wäre cool. Ich meine, NPCs tauschen jetzt nicht so die Mörder-Items, aber... Es könnte ja schon ganz praktisch sein, was wir für einen haben. Okay, dann war ich hier anscheinend schon. Ja. So, jetzt muss hier irgendwo ein NPC rumlaufen, der mir mal ein Zeug gibt. Da hinten. Oh, du willst 3 und ich habe nur 2. Nein! Die Komplettlösung würde ich gerne behalten. So, wie komme ich jetzt heraus? Alle Kisten habe ich durchsucht. Das heißt, ich habe in den Räumen nicht gut aufgepasst. Ob ich da irgendwo was finde. Deswegen gehen wir nochmal alle Räume durch. Gucken uns ein bisschen genauer um, ob ich irgendwas vergessen habe. Wenn wir dann was finden, dann freuen wir uns. Oh yeah. Und wenn alles schief läuft, gucken wir einfach in der Komplettlösung nach. Da ist ein Schalter. Da ist ein Knopf. Nein! Ich war zu langsam. War okay. Mann. Geh mal da weg. Geh mal da weg. Geh mal da weg. So. Die Tür, die so schräg im Weg steht, nervt ein bisschen. Ich gehe mal so weit weg davon, wie es geht. So. Ja. Einmal versuche ich es noch. Einmal noch. Und dann... Oh ne, das war nix. Nee, da war ich eindeutig zu langsam. Okay. Nee, für so ein Schalterding bin ich zu langsam. Tut mir leid. Nette Idee. Aber dafür bin ich zu lahm. Eine Kantine. The cake is a lie! Nein. Übrigens nervt dieses Meme langsam. Damen-Toilette, Herren-Toilette. Ich bin zwar ein Herr, aber ich guck einfach rein. Bisschen zu auffällig für mich. Finde ich. Deswegen werfe ich jetzt einfach mal direkt was rein. Warum steht da bitte nichts reinwerfen? Dann mache ich es erst recht. Oh Gott. Sekunde. Ah. Nerven ein bisschen. Also mein Husten. In letzter Zeit ein bisschen blöder rumhusten muss, nervt. Mich persönlich vor allem. So. Ich hab übrigens diese Chipion komplett schon allein noch gar nicht durchgehört. Ach, das ist eine Riesenkanalisation. Yay! Riesenkanalisation! Okay, allein dafür wird die Map für mich schon eine Note besser kriegen. Allein wegen dem Zelda-Sound. So geil. Okay, ich soll einen Weg ohne Cheaten zurückfinden. Was ist denn dahinter? Ich habe ihn gesehen, aber ich komme nicht gescheit ran. Ha 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 ha.
Oh Gott. Dun, 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 dun. Ich nehme mal vorsichtshalber was mit. Wasser? Ach, Wasser zum Mitnehmen, oder wie? Was, dass man nicht mal rauskommt? Ich weiß, ich soll das Wasser wahrscheinlich nur mitnehmen. Sekunde, mach's wieder ganz. So, und Selbstmord? Oh, okay. Wisst ihr was? Ich nehme mir mal einen Lava-Eimer mit. So. Darf ich nicht? Say what? Oh, das ist buggy. Okay. Irgendwie spinnt das Wasser ein bisschen rum. Die Frage ist immer noch, wie komme ich jetzt hier raus? Wahrscheinlich. Gute Frage. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich denn bitte hier raus, Spiel? So komme ich eindeutig nicht raus. Okay, komplett Lösung. Ich sehe keinen ersichtlichen Weg. Helf mir! Eisenblock über Tür, bestätigt den sofort Spawn. Kampf, Ausnahme. Als nächstes geht ihr. Nein, da war ich schon. Tür geschafft, nächstes Mittel in der Kategorie. Eine Toilette und nehmt an. Ah. Okay. Seht ihr, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. So. Und wahrscheinlich muss ich jetzt die kaputte Toilette reparieren. Und da ist wahrscheinlich was. Aha. Irgendwas hat sich was geöffnet. Nein. Nö. Nö. Ich nehme noch ein bisschen Wasser mit. Danke, Tür. Irgendwo hat sich was geöffnet. Die Frage ist. Ich werfe mal noch was rein. Ja, am besten die Komplettlösung kommt. Nee. Gerade die nicht. Ach, darunter. Ah, ha. Sehr schön. Ein kleines unter Wasser gesetztes Labyrinth. Oder? Weiß nicht, ob das ein Labyrinth darstellen soll. Anscheinend schon. So in Kombination mit den ganzen Toiletten. Könnte man quasi sehen, ich. Schwimm gerade in der Scheiße rum. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt ist nur noch die Frage, wo komme ich hier raus? Übrigens, das Labyrinth nervt. Nichts gegen das Labyrinth selbst, aber dieser, dass man andauernd Wasser runtergeslowt wird, nervt ein bisschen abartig. Nichts. Spiel. Wo soll ich lang?
Immerhin ist es mal nicht so ewig langes, finde ganz easy weasy peasy den Weg, sondern es ist ein Labyrinth, was logisch erklärt ist, weil warum das es da ist, so gesehen. Wenn man ein bisschen Fantasie mit einbringt, könnte das die Kanalisation sein. Und die Toiletten-Dinger. Für die Toiletten-Dinger da. Die Toilettenspülung. Ich glaube, ich komme langsam an den richtigen Punkt, weil ich stehe gerade komplett unter Wasser. Und gut, die Frage ist, ob das überhaupt der richtige Punkt ist. Ob das so ein Lebensziel sein kann, komplett überschwemmt von Abwassersachen zu sein. Toilettenpapier, Geschäften, leider keinen schönen Geschäften. Ich finde nur nicht heraus, ich finde den richtigen Weg nicht. Und wenn ich das Lied höre, bekomme ich Lust auf Super Meat Boy. Ich hab's, aber ich bin nicht wirklich gut im Spiel. Gut, was mein Problem ist, ist nicht im Spiel sein Problem, es ist meins. Weil das Spiel, naja, wenn man gut drin ist, ist das Spiel nett zu einem. Wenn man schlecht zu einem ist, ist das Spiel nicht gut zu einem. Das ganze Wasser nicht, weil das Labyrinth sogar noch relativ lustig, aber. Gibt es hier irgendeinen Easy Way Out? Na ganz ehrlich, das Labyrinth verwirrt mich. Das Labyrinth ist gut gegen mich. Das Labyrinth ist schön. Also wenn jetzt nicht noch so der totale Abfuck kommt, könnte die Map sogar was ziemlich Schönes von mir bekommen. Den besten Keks aller Zeiten. Ups. Die Wände scheinen spontan zu verschwinden. Oh nein, es verfällt. Was sollen wir nur tun? Selbst jetzt finde ich den Ausweg nicht. Vielleicht ist der Ausweg auch einfach ganz assig an der Decke versteckt. Das wäre so jetzt Highlight. Dass man technisch gesehen nicht weiter nach unten muss, sondern... Ich habe eine Tür gehört. Dass technisch gesehen der Ausgang wirklich an der Decke ist. Weil ich gucke ganz halt auf den Boden und nicht an die Decke. Das wäre eine Lösung sogar. Weil das ganze Wasser, was hoch und runter geht, kann man super als Verwirrung einsetzen. Damit der Spieler jetzt nicht weiß, wo er hingucken soll. Deswegen laufe ich jetzt an der Decke lang. Mir ist egal, wer mich im Skype anschreibt. Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, mich auf beschäftigt zu stellen. Meine Angewohnheit. Oder gar nicht erst in Skype online zu gehen, wenn ich anfange aufzunehmen. Ich finde den Weg nicht. Komplett Lösung. Secrets interessieren mich nicht. Der Weg durch das Labyrinth. Say what? Say what? Rechts. Rechts geradeaus, links, links geradeaus. Kiste alles neben umdrehen. Was? Ich weiß nicht mal, wo der Eingang des Labyrinths sein soll. Geschweige denn, wo ich eine Kiste sehe. Oh je. Das Labyrinth ist gut gemacht. Vor allem gegen mich. Ich bin jetzt zum Beispiel schon total verwirrt und habe keine Ahnung mehr, wo ich lang soll. So, da ist eine Leiter. So, hier kam ich raus. Dann, was halt nervt, wenn man schon mit der kompletten Lösung spielen muss, ist halt das komplette Umgucken.
Rechts geradeaus. Links, links geradeaus. Kiste rechts geradeaus. Nächste Abzweigung links. Dann nochmal links. Und an der Kiste alles rausnehmen. Okay, damit kann man arbeiten. Ich kann mir einfach die Seitenzahl merken. Links. Links geradeaus. Links, rechts, links. Ich muss irgendwo links sein. Muss irgendwo einen Knopf setzen können. Und ist das ganze Wasser, wäre es ja machbar für mich. Mein Junge. Aber das Wasser verwirrt mich abartig. Vor allem das Wasser slowt einen so im Weg runter. Das ist nicht mehr heilig. Weil das ganze Labyrinth würde funktionieren. Problemlos. Würde eines Wasser nicht die ganze Zeit runterziehen. Vom Tempo. Weil das streckt das Labyrinth. Mehr macht es eigentlich nicht. Das ist das Hauptproblem daran. Ich komme selbst im Creative nicht relativ schnell voran. Weil die ganzen Wasserströmungen halten einen wirklich nur auf. Deswegen gehe ich jetzt weiter nach dem Ausgang suche und währenddessen das ganze Wasser blockiere. Yay! Was soll man machen? Also Touché-Labyrinth, du hast mich besiegt. Labyrinth 1, ich 0. Apropos, jetzt bin ich immer noch auf dem Weg nach draußen zu suchen. Und ich habe keine Ahnung. Schon scheiße, wenn man dumm ist. Mann. Oder zu dumm für das Labyrinth zumindest. So. Ich hänge länger an dem Labyrinth als an allem anderen wahrscheinlich. Also wer jetzt den Mut hat, durch das Labyrinth durchzuschauen, der ist gut. Hat ganz ehrlich noch einen virtuellen Keks von mir verdient. Den zweiten bisher von mir. Sammelt fleißig weiter und ihr bekommt ganz, 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 ganz viel Kekse davon. Ihr könnt dann alle eintauschen gegen Pokémon eurer Wahl. Keine Ahnung. Irgendwas. Aber dafür müssen wir erstmal ein paar sammeln. Wir sollen mich bestimmt wieder vergessen, wie das ich verteile. Diese Wasserströmungen. Ich habe jetzt schon wieder Lust, die Map teilweise. Also das komplette Aufnahme teilweise neu zu starten, weil ich mich so. Hey. Ich will es mir selbst nicht angucken. Das ist gerade mein Hauptproblem. Ganz ehrlich.
Schaut sich irgendeiner von euch längere Sachen an, die einfach zu lange dauern in Minecraft? Tut sich irgendeiner von euch wirklich das Labyrinth komplett an beim Zusehen? Sagen wir es mal so, ich würde es selbst nicht machen. Ich hätte bei mir, auch wenn ich selbst bin, schon lange übersprungen. Also wird gucken, ob das Labyrinth aufhört und dann weiter. Nicht so ganz langsam, so minutenweise vortasten, bis es wirklich vorbei ist. So würde ich machen. Dann brenne ich jetzt hier alles nieder und dann passt's. Dafür könnte ich mir wirklich schon mal ein Feuerzeug geben. Pyromania. Ich bin Pyromania in Minecraft und das finde ich gut. Ich brenne alles ab. Denn ich heiße nicht Herbert. Oh mein Gott. Ich finde den Ausgang noch, Leute. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann endet auch dieses Minecraft-Adventure. Aber ich kann's mir jetzt nicht anrechnen, was ich mit dem Labyrinth gemacht habe. Nee, das kann ich ja noch nicht. Das ist jetzt meine Art, mich selbst zu unterhalten, also. Weil tut mir leid, das Labyrinth. Es war eine schöne Idee, aber es war eine nervende Idee. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das Grundprinzip war ganz okay. Soll vielleicht auch in den Boden anzufackeln. Wobei, warum nicht? Hui! Hey, da oben hat sich Wasser versteckt. Das könnte meinen kompletten Plan versauen. Oh ne, das ist die Toilette. Na dann. Irgendwann finden wir da noch durch. Vielleicht cutte ich es auch komplett raus und ihr kriegt von dem allem nichts mit. Wäre nicht das erste Mal, dass ich irgendwo was rauscutte, weil es viel zu lang dauert für eine LP. Und Gott sei Dank rendert das ganze Zeug über Nacht, weil dann könnte ich heute wirklich gar nichts mehr am PC machen, würde ich das jetzt rendern. Ja, meine CPU ist nicht die beste. Deswegen dauert es bei mir das Rendern immer ein bisschen länger. Habe ich eine schöne Grafikkarte drin. Ich habe so ein ganz dumpfes Gefühl. Ich habe wirklich so ein ganz dumpfes Gefühl bei der Sache. Deswegen. Ach, schön. Wurde die Map zufällig auf einem Multiplayer-Server gebaut? Und das Hunde-Out. Weil ich bin im Creative Mode, bin aber kein OP. Kann man ganz einfach ausprobieren. Oder es wird kein Cheaten erlaubt. Dann ist es natürlich auch klar, dass man die Game Rule nicht ändern kann. Weil wir als erstes gemacht haben, dass das Feuer nichts abbrennt. Ich glaube, ich habe einen Ausgang gefunden. So, wie lange habe ich jetzt im Labyrinth verbracht? Und habt ihr das Labyrinth komplett gesehen? Schreibt mir es ruhig. Au. Also dürft ihr mir ruhig schreiben, ob ihr es euch komplett angesehen habt, wenn ich es nicht rausgekartet habe und... Oh nö.
Das nervt überhaupt nicht. Ich will einen einfachen Weg. So hardcore bin ich heute nicht. Och nein. Oh nö. Oh nö. Du fragst, was ist das Ziel? Habe ich irgendwas übersehen? Das ist ein Jump'n'Run. Oder? Und ich muss den roten Fackeln nachspringen. Deswegen auch die höheren Blöcke. Nee, tut mir leid, nach dem Labyrinth habe ich jetzt nicht wirklich Lust auf einen Jump'n'Run. Tut mir leid, lieber Map-Ersteller. Ist eine saunette Idee, aber... ist eine schöne Idee. Das kann man dir anrechnen. Also, mir gefällt's so. Diese Scheibe bitte nur im Notfall einschlagen. Ich darf Glas kaputt machen. Das zählt. Es hat geheißen, ich darf Glas kaputt machen. Also, ohne Notfall oder nicht. What the fuck? Ich hab grad wahrscheinlich die Map halt in die Luft gejagt, unabsichtlich. Nein. Ich hab kaputt gemacht. Das habe ich schon mal gesehen. Deswegen weiß ich auch ungefähr, wie es funktioniert. Mhm. Aber auch nur ich kann mir vorstellen, wie es funktioniert. Nur ich bin... oh ne, das ist noch ganz da oben. Tut mir leid. Ich kann das Klappen-Jump'n'Run nicht. Nee. Wird natürlich nicht in die Map mit einem, in die Bewertung angerechnet, denn es ist ja mein Verschulden. Nicht das der Map. Gott, wie viel zu essen kriege ich noch? Hi. Loch. Hi, was auch immer. Funktioniert denn das? Es ist so ein letztes Meterspringen. Was ich absolut auch nicht kann. Oder... oh ne, wir sind zurückgefahren? Hä? Warum sind wir zurückgefahren? Sieht doch aus wie das, als ob wir zurückgefahren werden. Nur ohne Wasser. Hm? Hä? Ich bin verwirrt. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern ein bisschen arg. Und wieso gibt man mir eine Schaufel? Hä? Da liegt ein Redstone rum. Muss ich mich jetzt nach oben graben, oder wie? Ja, raus komme ich nicht mehr, das ist klar. Also ich gucke erstmal, ob unten irgendwas ist. Kann es sein, dass ich die Blöcke bekommen sollte, weil ansonsten ist es ein Abfuck? Ne? Weil ich krieg die Blöcke nicht. Das muss man dazu sagen. Das ist ein schöner Bug, ne? Meine Schaufel bewegt sich nicht. Ja, ganz ernsthaft, ich krieg die Blöcke nicht.
das soll jetzt hier irgendwas aktivieren, nur keine Ahnung was. Hä? Scheiß drauf, wir rennen! Ein Denkmal! Und, ja. Das sind Schalter. Ich kann mir vorstellen, dass das passiert, wenn man die Redstone-Schaltung unterbricht. Findet ihr das Schalter, um das Tor zu öffnen? Drei Schalter, okay! Hab alle. Raus hier! Lauf, Johnny! Finde noch einen Punkt, um dich zu verstecken. Lauf! Hey, da hinten sieht aus wie eine Wand. Oder ein Bunker. Oder beides. Oder ein Flugzeug. Nee, eine Wand. Okay. Der Wald ist riesig. Aber immerhin kann ich, wenn ich die Wände sehe, kann ich ungefähr abschätzen, wo ich bin. Das heißt, es wird mich jetzt nicht so fatal sein, zu suchen. Und zwar verbrenne ich den Wald ab? Ja, nee, geht ja nicht. Es muss aufhören, dass Abbrennen meine Lösung für alles ist. Hä? Startpunkt. Oder Spawnpoint. Je nachdem, wie man es nennen möchte. Jetzt in diesem Punkt. Okay, da hinten ist wieder die Gefängniswand. Gut. Ich bin ja einfach gerade aus dem Wald reingerannt. Ich finde den Bunker. Wenn mich schon das erste Labyrinth zum Cheaten angeregt hat, mach's das zweite nicht. Das Coole ist, ich sehe nicht mal auf der Minimap den Bunker. Ich habe gerade eben drauf geguckt. Ich kann mir vorstellen, dass hier etwas läuft, was ich technisch gesehen ganz, ganz, ganz leicht beheben kann. Kann ich irgendwo auf einen Baum klettern? Was ist das? Hat er ein Schaf genommst? Jo. Gut. Vielleicht kann ich irgendwo auf den... Nee, ich kann nirgends auf den Baum klettern. Wo soll der Bunker sein? Say what? Herrenklo, Damentoilette. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich komme bei der Mine nicht nach raus, ne? Okay, ich habe keinen Alarm ausgelöst, gut. Wir müssen einen Bunker finden. Dazu gehen wir nach links an der Wand entlang. Wenn wir das Ende der Wand erreicht haben, dann drehen wir uns nach links und gehen bis zum Baum. Dort steht, der dort steht und den Weg versperrt. Say what? Okay. Keine Ahnung. Wir gehen ganz links an der Wand entlang. Hieß es mal. Das ist eine ellenlange Redstone-Leitung. Ach, da hinten geht's noch weiter. What? Ich auch lange suchen können, wenn es noch weiter geht. Jetzt versperrt uns ein Baum den Weg und... Wenn ihr das Buch übrigens selbst lesen wollt, ne? Map runterladen, dann könnt ihr gucken. Oh ja, gucken könnt ihr da. Das wäre auch bestimmt so ein irgendein blöder Spuren. Ich drücke mich jetzt einfach durch den Wald. Nö. Ich
würde ihn ja gerne anzünden, aber es geht ja leider nicht. Der Wald ist so abartig dicht, da findet man gar nichts von oben. Oh, Keks der Macht, Hilfe mir. Tu mir Hilfe, tut den Tun. Ist ja schlimm. Ich finde da einfach nichts. Ich finde hier wirklich nichts. Ich meine, gerade ist das da drüben, ist man, sieht man überhaupt nichts. Was ist eigentlich mit dem ganzen Redstone, was hier langläuft? Führt es irgendwo hin? Bis ganz nach hinten. Und irgendwo darunter. So können wir den Bunker übrigens auch finden, anscheinend. Einfach der langen Redstone-Leitung folgen. Nee. Doch. Oder? Oh Gott, ist das viel Redstone. Jetzt der Anfang der Map. Sieht immer noch am Anfang der Map aus, okay. Oh Gott, ist das viel Redstone. Ist ja richtig viel. Ich finde wirklich nur den Bunker nicht. Folgen wir also nochmal dem Ding. Links an die Wand. So, da wird uns jetzt ein Baum der Weg versperren. Direkt. So. Wir müssen mal unseren Bunker finden. Dazu gehen wir links an der Wand entlang, bis wir das Ende an der Wand erreicht haben. Und dann drehen wir uns nach links und gehen bis zum Baum, der dort uns im Weg steht. Sperrt. Nun dreht ihr rechts, du dreht euch nach rechts und geht gerade zwischen den Stammesbäumen und direkt danach hast links zwei versetzte Bäume zu sehen, die wir uns einfach durchschlängeln. Nun ist vor uns eine Druckplatte. Ich suche einfach die Druckplatte. Weil wir sollen links an der Mauer entlang gehen, bis uns ein Baum den Weg versperrt. Das wäre hier. Und dann rechts und dann zwei versetzte Bäume, schlängeln uns hindurch. Hä? Hier sind. Vielleicht hier durch. Das ist eine Druckplatte, an der wir uns nicht stören. Der Alarm hat aufgehört, aber suchen Sie mich noch. Johnny ist weg. Nein! Übrigens, wenn ich sterben soll, soll ich vielleicht wieder ins Survival oder Adventure gehen. Du wirst für immer in diesem Bunker versteckt bleiben. Nicht von den Behörden erwischt zu werden. Tolles Leben. Vielen Dank fürs Spielen meiner Adventure Map. Zur Benotung, zur TNT-Zündung. Soll ich erst die Note geben, dann das TNT in die Luft jagen? Wichtig. Nach dem Tod unbedingt respawn. Das TNT wird auf keinen Fall selbst. Okay, ich darf das TNT auf keinen Fall selbst zünden anscheinend. Abartig. Wie Redstone hier rumliegt. So, was gebe ich der Map? Ist jetzt die goldene Frage. Zum einen, das Labyrinth hat mich angepisst und zum anderen, das Bunkerstore hat mich angenervt. Um es so zu formulieren. Das sind einfach die zwei, das sind zwei Kritikpunkte, die ich habe. Alles andere ist machbar. Sie war schön lang, sie war schön aufgebaut. Die Story war ganz nett, außer dass wir jetzt für immer hier in einem Bunker versauern. Aber ich meine, was mir halt fehlt, ist,
Warum sind wir hier unten? Also, warum sind wir überhaupt eingesperrt worden? Was ist so schlimm dran? Was haben wir gemacht? Das ist halt die Frage. Das ist halt so eine Storylücke, die mir auffällt. Wir sind einfach im Gefängnis und wir wissen nicht, warum wir sollen ausbrechen. Naja. Nur ein bisschen geschichtliches hat gefehlt. Zum Beispiel eine Unterhaltung mit den Wachen. Hätte man ja auch mit Command Blocks machen können. Oh, hast du den gesehen? Und ich so, nein. Also, oh. Das Redstone. Ziemlich viel und schön. Mir hat's gefallen. Die Zelda-Musik hat mir gefallen, dass man wirklich eine Belohnung kommt, wenn man ein kleines Geheimnis findet, finde ich auch schön. Dass man eine Komplettlösung mitbekommen hat, fand ich toll. Und wie gesagt, das Wasserlabyrinth war unglaublich nervig. Das hat selbst mit Durchhauen ewig gedauert. Was jetzt nicht so schön ist. Weil das Wasser kostet einfach nur Zeit. Wäre es jetzt nicht mit Wasser gewesen, hätte ich es noch cool gefunden. Ne? Dann hätte das Labyrinth wahrscheinlich sogar noch Spaß gemacht. Und das Bunkersuchen im Wald. Man hat gemerkt, wie lange das ich gebraucht habe, weil man hat einfach so einen riesigen Wald und irgendwo am Boden ist eine Druckplatte. Und eine Falltür. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen anders machen, weil das Bunkersuchen und das andere ist wirklich spielzeitstreckend. Aber die Welt war schön, die war lang, die war toll aufgebaut. Ich gebe ihr ein A. Ja, ein A. Und ja, ein A. Kein Plus, kein Minus, einfach ein A. Ey, cool. Willst du nochmal Spaß, das Minus oder das Plus drücken? Hihihi. Ey, das ist cool. Das ist abartig geil. Das ist schön. Ja, es bleibt beim A. Wie gesagt, die zwei Punkte, die mich persönlich gestört haben, finde ich jetzt nicht so schön. Deswegen, meh. Ich habe Angst. Miep. Gar nichts? Sollte ich jetzt nicht TNT hochgehen? Das TNT sollte anscheinend wirklich hochgehen. Aber hier ist kein TNT zum Hochgehen. Also ich sehe nichts. Das ist ein bisschen schade. Ein letztes Feature, das anscheinend noch funktionieren sollte. Vielleicht soll ja hier TNT liegen. Hier. Dass man quasi so. Mal schauen, was passiert. Ich lebe noch. Das TNT! Okay. Das TNT. Kein Ding. Falls ihr umgespawnt bist, dann hier rein mit dir. Au. Oh, ich will da hoch. Ich soll doch mal unbedingt auf Respawn drücken. Oh. Oh, ich hab was gesehen. Oh, ich hab was gesehen. Oh, das sah cool aus. Das war alles unten dran, aber Moment mal. Warum ist alles so groß? Vergiss es. Map-Ersteller, Tutorials für alles, aka Hardy, Grüße an TT Gamer und alle, die immer in seinem DS sind. Oh, oh, das ist geil. Oh, nee. Das ist geil. Okay. Ich habe meine Meinung geändert. Ich hänge noch ein Plus dran. Jo. Hier. Lieber Tutorials für alles, aka Hardy. Dann A+. Und das war's von mir. Ich bin Vanikasa90. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Auch wenn das Labyrinth ein bisschen nervig war für euch. Hoffentlich für mich wahrscheinlich auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei Let's Start Your Minecraft Adventure. Das Original. Kein Titelklau oder so, ne?
Überhaupt keine Anspielung auf irgendwas. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei eurem restlichen Samstagtag. Samstag, Abend, Tag, Mittag, Morgen, was auch immer. Bis dahin, haut rein.